Jo, und schon geht es weiter mit The Legend of Zelda Nein, es ist nur Hyrule Warriors. Ich mache das jedes Mal, glaube ich, dass ich The Legend of Zelda sage. Nein, gut, wir sind noch, noch hier weiter in dieser Mission gegen Girahim und werden wahrscheinlich diese Mission hier heute abschließen. Im Übrigen fällt mir gerade noch so ein, es gibt noch eine Truhe, die ich erschienen habe lassen. Und zwar da, wo der Verbannte ist, da war noch so eine Belichtruhe. Falls euch das noch in irgendeiner Art und Weise interessiert, was ich auch mal nicht vermute. Hier könnte ich auch eigentlich noch ganz schön farmen, glaube ich. Bis der Weise da kommt. Oder ich hätte das in Girahims Festung. Ja gut, in Girahims Festung hätte ich das natürlich auch machen können. Ah, ob ich das noch hinbekomme. Ah, mal gucken. Ich versuche erstmal den zu meiden. Ach, jetzt habe ich es schon passiert. Warte mal. Ich glaube, ich habe sogar noch eine übrig gelassen. Ich versuche das jetzt nochmal. ich weiß, ich bin auch, was das angeht, ganz schön, ganz schön heiß drauf, das zu machen, aber ich denke mal, das ist noch möglich. Da werde ich jetzt noch schnell dann doch nochmal gehen. Ich glaube, ich habe ja auch nicht eingesammelt, diese Truhe. Dann kann ich das ja noch eben machen. Ist ja keine schlechte Sache, würde ich sagen. Das ist ja keine Sache. Dann sehen wir noch schnell die Dekorane. Das ist ja alles auf einem Weg. Dann kann ich das ja eben schnell machen. Hier war auch nochmal ein Silbermaterial. Alles klar. Alles klar. Das war hier nämlich unten, das weiß ich. Ja gut, da muss ich jetzt kurz ein bisschen laufen noch. Aber die war, glaube ich, hier irgendwo. Genau da. Diese Mega-Magie-Flasche. Nimm ich mir die nochmal schnell. Aber das hat auch gar nicht so lange gedauert, eigentlich hier alles aufzuräumen. Hier alles, alle roten Flecken dazu entfernen. Gut, der eine, der da noch ist, aber... Ja, komm. So deutlich muss es jetzt auch nicht sein. Gut, dann kann ich mir aber nämlich schnell hier diese Truhe holen. Dann wisst ihr jetzt auch, wo sie sich befindet. Falls ihr unbedingt diese Waffentasche hier auch noch benötigen wollt, ich glaube aber sowieso im Original, wenn man das noch nicht durch hat, dann ist da, glaube ich, ein Herzteil, glaube ich. Ich glaube es. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal, dass da ein Herzteil sonst drin ist. Aber okay. Ach, jetzt muss ich so außen rumgehen. Ja, komm, wenn ich jetzt auf einem Weg bin, dann besiege ich die Gegner dann noch schnell. Und nochmal ein Silbermaterial. Ich alles hier nicht mit, was hier alles noch so rumliegt durch dieses Gemetzel im letzten Part. Ah, war schon ordentlich, auch die zwei Gegner hier noch. Dass ich mir extra wegen diesen zwei Gegnern noch schmutzig mache. Einfach mal einen Pfeil schießen und dann war es das. Schön nicht die Finger schmutzig machen. Gut. Das ist sogar noch ein Dekorana. Oh, schön mit dem Goldpfeil. Mega Pfeil. Gut, Girahim. Gut, Girahim. Zeit, Schluss mit lustig. Schluss mit lustig, mein Freund. Oh, dieser ekelhafte Typ, ey. Oh, ist der ekelhaft. Der Dunkelfürst Girahim. Aber um dich werde ich mich erstmal nicht kümmern. Und leider ist es doch, Stufe erhöht, alles klar. Besiege diesen Bösewicht und werf ihn durch das Seelenportal. Erstmal hier weiter mit Massenmod, wie dunkel das hier übrigens ist. Also ich glaube, im Video müsste man es besser sehen, aber bei mir ist jetzt hier ist es ganz schön wenig Kontrast, muss man sozusagen. Komm, die 100 kriege ich noch. Wobei, jetzt könnte es wahrscheinlich eng werden. Ja, naja, wobei, hat aber viel, haben wir viel machen können. Ja, der hat doch keine Chance, Girahim, der hat doch echt keine Chance. So overpowered wie Fai ist. Der hat doch echt keine Chance. Fatz. Das ist einfach mal nochmal so ein Magiekrug, aber den werde ich nicht mehr benutzen. Ich schmeiß einfach noch eine schöne Bombe rein und gut ist. Tschüss, Girahim. Voll erwischt. Ach, Link kommt auch noch. Was? Tschüss, Girahim. Hebe dein Schwert zum Himmel und schwinge es dann nach unten. Damit ist er versiegelt. Wieder mal. Puh, das war mal eine echt lustige Mission. Aber, ja, hat sich ordentlich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Oh, so viel Sachen.
So viel Sachen. Zwei Edelschwerter. Ja, komm, das kann weg. So viele Sachen hier bekommen. Ja, komm. Ja. Und Gennendorf, Schwerter des Bösen. Aber ich glaube, ich habe sogar bessere. Naja, komm, dann können die diese Dreier da auch weg. Heiliger Hyrule-Schild, Stahlmeister-Schädel, Moblin-Speer, Giraim-Schäpe, Schuppe des Verbannten. Alter, so viele krasse Gegenstände bekommen. Gut, und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter, würde ich sagen, mit der Action hier. Ja, es ist nämlich nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr viel hier, falls ihr mal kurz einen kleinen Überblick haben wollt. Gut, ja, Tempel des Heiligen Schwertes. Und wir nehmen Zelda, weil sie zum ersten Mal dabei ist. Und wir nehmen ihren Taktstock. Lohnt sich ja, ich glaube, wir nehmen ihren Taktstock. Genau, wir nehmen den coolen Taktstock, den Taktstock der Güte. Ne, den heiligen Taktstock. Ne, doch, den Taktstock der Güte. Ja, den nehmen wir. Vergebt mir, dass ich euch nichts gesagt hatte. Ich musste mich vor meinen Feinden verstecken. Link, dein Mut ist wahrlich außergewöhnlich. Schon bei unserer ersten Begegnung konnte ich spüren, dass du jemand Besonderes bist. Wir haben die Seelenportale versiegelt und so Raum und Zeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Als nächstes... Moment mal, schuldest du uns nicht erstmal eine Erklärung? Ja, stimmt. Ich hatte euch ja gesagt, dass Sia und ich vom selben Clan stammen. Das ist nicht ganz richtig. Sia und ich, wir sind ein und dieselbe Person. Was? Etwas hat von Sias Geist Besitz ergriffen, das Licht aus ihr vertrieben. Dieses Licht bin ich. Ich bin jener Teil Sias, der aus ihrem Geist vertrieben wurde. Und verantwortlich für diese Untat. Das verantwortlich für die Untat ist. Okay, jetzt kommt so ein bisschen raus. Oh, da ist sie ja. Nutzlose Kreatur. Wer? Ich besitze jetzt drei Fragmente meiner Seele. Meine Kraft mag noch nicht wiederhergestellt sein, aber mein Körper ist es. Du! Siehe, du warst mir meine bisher liebste Marionette. Was? Ich bin kein Werkzeug, das du nach Belieben benutzen kannst. Das ist alles nicht mehr von Belang. Die letzte Barriere kann ich auch alleine brechen. Andererseits hat dieser Körper seine volle Stärke noch nicht erreicht. Alter, wie er die quält. Durch die Allmacht der Götter. Ihre Macht würde reichen, um mir zu alter Stärke zu verhelfen, dieses Land unter meine Herrschaft zu bringen. Das Triforce gehört mir! Was? Törichtes Kind! Mut und Weisheit werden dir niemals gehören. Triforce wird mein sein. Es gehört mir. Mir ganz allein. Genau wie der Held. Alter, jetzt geht's aber ab, würde ich sagen. Jetzt geht es aber ab. With the Gate of Souls closed in each era, Link and his allies were reunited. Sheik was at last revealed as Zelda, relieving much worry about her fate. Meanwhile, Ganondorf had recovered three of his four spirit fragments. He chose to leave Sia's body, her usefulness at an end. Free of Ganondorf's control, but tragically corrupted, Sia resolved to make Link and the Triforce hers and hers alone. Using powerful rituals to strengthen her forces, she redoubled her attacks on Hyrule. But all was not lost. Zelda directed her forces to the Temple of the Sacred Sword in search of the one thing that could save them all.
Oh ja, das geht wohl mittlerweile richtig ab. Jetzt also ist auch Ganondorf da und will Ärger machen. Na gut. Und wir sehen zum ersten Mal Zelda. Boah, und ich sehe es ja auf dem Gamepad. Wir haben tatsächlich alle Leute, die uns unterstützen. Du hast dein Triforce wieder. Oh, und sie ist. Ja, und Link auch. Alter, sie hat ein Gewand an. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber sie sollte jetzt erheblich geschwächt sein. Wenn wir einen Gegenangriff starten wollen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Sie besitzt noch immer das Triforce der Kraft. Es wird nicht einfach sein. Nein, wir können siegen, solange wir das Masterschwert haben. Ich glaube, dass Link den nötigen Charakter besitzt, um es führen zu können. Aber Prinzessin, das Masterschwert ist nicht nur eine Waffe, es ist eine Barriere. Es hält ein Fragment des Bösen gefangen. Wird es aus seinem Sockel gezogen, wird das Böse befreit. Diese Barrieren um den Tempel des Heiligen Schwertes sind eine besondere Art der Magie. Wenn wir das Masterschwert entfernen, wird diese Barriere davon nicht aufgehoben. Zumindest nicht ganz. Wie können wir sicher sein, dass Link dieser Aufgabe gewachsen ist? Ich glaube an ihn. Ich auch. Nun, Link, wenn du nach einer Gelegenheit suchst, hast du dich bewiesen. Hier ist sie. Begeben wir uns zum Tempel des Heiligen Schwertes. Ja, passt jetzt nicht so ganz, dass sie jetzt dieses Gewand anhat, aber na gut. Weil dieses Gewand ist angelehnt an Zeldas andere Form in A Link Between Worlds. Beziehungsweise ist ja nicht ihre andere Form, das ist ja eine andere Gestalt, das ist nämlich Hilda. Und eigentlich passt es jetzt nicht so ganz, weil Hilda ist ja eigentlich. Naja, ich will nicht zu viel spoilern. Aber okay. Erstmal eine Truhe hier. Finde und aktiviere die drei Siegelsteine. Okay. Die Siegelstatuen. Wo könnten sie nur sein? Genau, eine weiß ich, wo sie sich befindet. Und zwar, glaube ich, hier. Tempel des Heiligen Schwertes ist nicht zugänglich. Ja, da kommen wir nicht rein. Solange das so offen ist, kommen wir nicht rein. Das sieht nämlich aus nach so einem Siegelstein. Die Geistertruppen wurden an verschiedenen. Oh, bitte was? Wir werden nicht zulassen, dass der Tempel entweiht wird. Aber ich denke mal, ich werde Zelda auch noch in ihrem normalen Gewand natürlich zeigen. Aber man sieht sie ja in den Sequenzen. Halt nur jetzt im Kampf hat sie jetzt halt was anderes an. Das sind keine Monster, aber sie greifen uns an. Vorsicht. Ja, ich habe schon einen gefunden. Eine Siegelstatue wurde auf dem Nordplatz entdeckt. Alter. Die Musik hier. Wobei ich aber sagen muss, dass dieser, weil die An der Angriff cool ist, aber dieser Angriff ist doch ein bisschen langsam. Dieser, Angriff. Impadaronia und Midna dürfen nicht fliehen. Midna, das ist die Statue des Schattens. Deine Schattenkräfte können sie erwecken. Ich verstehe. Midna rückt Richtung Siegelstatue vor. Der Nordplatz und der Südplatz sind offen. Alter, ihr geht einfach mit Pfeilen drauf. Das gefällt mir gar nicht. Und den habe ich falsch angesetzt. Ein bisschen falsch habe ich ihn angesetzt. Sind sie tot? Ja, nicht alle, aber die meisten. Link ist auch da. Der Magus ist erschienen und greift Midna an. Oh, was soll das denn jetzt? Diese Hartnäckigkeit mit dem. Mit der man mich unterbricht, kann mir jemand helfen? Besiege den Magus, um Midna zu. Wo ist denn hier ein Magus? Da. Ich werde dort drüben nachsehen. Impa sucht die Siegelstatue.
Ja, ist eine leicht komische Mission, wenn ich das so sagen kann. Eine leicht komische. Mit einer erneuten Richtung sieht die Statue vor. So viele von denen. Etwas ekelhaft, wenn ich ehrlich bin. Die auch erstmal dann noch in der Luft schweben. Na gut. Darunia sucht den Siegelstein. Die Siegelstatuen. Siegelstein, wie kommt jetzt auf Siegelstein? Ich habe keine Ahnung. Das sieht wie eine Siegelstatue aus. Geht mir doch alle aus dem Weg. Imp hat die Siegelstatue erreicht und somit aktiviert. Ich werde wohl hier bleiben müssen, bis die Statue vollständig erwacht ist und das auch eine. Imp weckt die Statue und kann nur eingeschränkt kämpfen. Imp darf nicht fliehen. Ah, da scheint ja wohl keiner zu sein, wenn ich das so sehe. Auf dem Südplatz. Hat übrigens keiner erwartet, dass da eine ist. Dass die eventuell kein Dreieck oder... Umpf. Geistertruppen sind um Impa erschienen. Darunia, da ist eine Statue von Feuer und Wasser. Die Macht des Feuers sollte sie erwecken. Ich versuch's mal. Auch welche. Darunia rückt Richtung Siegelstatue vor. Midna hat die Siegelstatue erreicht und somit aktiviert. Es scheint zu klappen. Ich behalte das gerne Ganze noch ein bisschen im Auge. Mit einer weg die Statue kann nur eingeschränkt kämpfen. Genau so ist es. Da darf sie auch nicht fliehen. Ja, hier ist gar nichts, okay. Es dauert nicht mehr lange. Beschütze deine Freunde. Ja, ja. Ich bin dabei. Die Geistertruppen wurden an verschiedenen Orten gesichtet. Der Magus ist erschienen und greift Darunia an. Aber erstmal greift der hier nicht Impa an. Ich komme hier nicht voran. Etwas Hilfe wäre nicht schlecht. Beschworen. Siege den Magus und beschütze Darunia. Oh, diese dämlichen Mago. Magus. Oder Magi. Heißt ja, glaube ich, eher. Hier, wie die abgeht.